Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel. Ich bin euer Laser und wie angekündigt das Unboxing. Ich hole das Paket. Hier ist das Paket. Es kam von Sebastian. Ich grüße dich hier und ich bedanke mich jetzt schon mal, egal was da drin ist. Ich weiß es nämlich absolut noch nicht. Ich habe nur den Zettel rausgeholt und wir lassen uns jetzt überraschen, was da drin ist. Ihr seid ein bisschen niedrig. Ich hoffe, das geht so. Ja, doch. Ich glaube, ich kriege alles rein. Ja, das wird eventuell das letzte Video sein mit der Cam. Ich weiß es ja nicht, wie viele Pakete noch kommen werden. Wie gesagt, Leute, ne, ich möchte noch mal kurz vorweg was erklären. Viele schreiben mich an, Laser, ich habe das und das und ich habe dies und dies und da fehlt aber das und das. Ne? Leute, schickt einfach, wenn ihr bereit seid, dieses Produkt, was ihr habt, also euer EC-Kram, wenn ihr bereit seid, das wegzuschmeißen, dann schickt es mir einfach. Ne? Wenn ihr diese Einstellung habt, dann könnt ihr was schicken. Ne? Wenn ihr aber sagt, oh, das Auto könnte ich aber wieder flott machen, behaltet es. Ne? Macht es wieder fertig, ne? Besonders wenn es wenig Geld kostet nur oder so. Wie gesagt, das ist nur Recycling. Ihr seid hier zu nichts gezwungen. Ne? Ihr müsst euch jetzt nicht sagen, oh, ich will unbedingt ein Paket schicken, ich habe aber nichts, ich schicke jetzt ungern dieses Auto. Ihr macht es nicht. Leute, behaltet das. Ne? Nur wenn ihr diese Einstellung habt, ich will es wegschmeißen. Ne? Dann könnt ihr schicken, ne? Weil dann ist das in Ordnung. Das soll ein RC-Recycling-Projekt werden. Ich versuche, so viele Autos daraus zu basteln, wie geht. Ne? Und ich hatte das ja schon mal verklärt. Ich blende euch auch nochmal das Video ein, wie ihr die Sachen schicken könnt. Hier und auch in der Videobeschreibung ist nochmal ein Link dazu. Da wird erklärt, wie ihr eventuell ein Paket schicken könnt. Ich habe jetzt das von Sebastian bekommen. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Sollte ein YouTube-Kanal sein, blende ich ihn hier ein oder weiteres. Ne? Sebastian, ich bedanke mich. Du hast noch geschrieben, ich soll so bleiben, wie ich bin. Keine Angst, ich werde so bleiben. Ich versuche nur, meine Qualitäten zu verbessern, was die Aufnahmen angeht, etc., um euch das Bestmögliche zu bieten von der Bildqualität und auch von dem Ton. Ne? Ansonsten werde ich so bleiben, wie ich bin. Keine Angst. Und ich werde auch viele Jahre noch weitermachen. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie morgen aufzuhören oder so. Besonders nicht jetzt nach dem Projekt oder vor dem Projekt. So, wir machen mal auf. Hier gab es mal kurz einen Schnitt, weil da Adressen sind, die nicht gezeigt werden sollen. Wow, Leute, wow. Ich bin immer aufgeregt. Ich bin aufgeregt, wenn ich sowas aufmache, muss ich ganz ehrlich sagen. Entschuldigt mich da auch, wenn ich total aufgeregt bin, weil, ja, ich bin schon wieder aufgeregt. So, wir fangen mal an. Wie gesagt, das Paket von Sebastian, wir gucken rein. Zuerst fallen mir die Räder auf. Wow, die sind ja richtig weich. Wow, das sehen mir aus wie Truckreifen für ein 10er. Sehr guter Zustand, wirklich tipptopp, könnte man eigentlich noch selber behalten. Ne? Sowas meine ich, klasse. Ne? Und die sind super weich, ist ja krass. Die haben bestimmt richtig krassen Grip. Ich muss das mal kurz testen. Oh, Kamera bleibt stehen. Ich muss das mal kurz testen. Oh ja, oh ja. Schöne Reifen. Oh, ich sehe, da haben wir noch mehr. Wir packen mal zur Seite. Den Inhalt von dem Karton zeige ich auch gleich nochmal. Oh, hier ist das, was er mir gegeben hat. Und zwar für meinen Blade-Hubschrauber. Die Verkleidung, das ist ja cool. Falls meine mal kaputt geht. Ah, da hast du die auch, oder wie? Mittlerweile fliege ich den teilweise sogar ohne, weil er sich dadurch besser fliegen lässt und auch schneller. Aber danke sehr. Ja, sehr gut. So. So, jetzt haben wir hier nochmal Reifen in der Tüte. Ich mach die mal auf. Oh, ich bin so aufgeregt. Wahnsinn. Wie so ein kleines Kind, das Geburtstag hat. Ja, Leute, was soll ich sagen? Genau der gleiche Zustand. Ey, Ast rein. Leute, Hammer, ihr seid doch verrückt. Das ist wie mit dem Stefan gewesen. Wahnsinn, was ihr für Reifen schickt. Die sind auch noch in einem Tip-Top-Zustand. Guckt euch diese Reifen an. Ne? Die sind tip-top in Ordnung. Geil. Geil, 6 Stück davon, ist ja der Hammer. Ich bin hin und weg für einen 1-10er, das wird ja richtig cool. Da ist sogar noch eine Unterlegscheibe drin. Ja, klasse, richtig klasse. Da haben wir hier ein Paket, oh, was sehe ich da? Leute, ich sehe da eine Bodenplatte. Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich werde das mal hier kurz verblenden. So, oder ich mache hier einen Schnitt, weil da oben ist ein Etikett drauf, nicht, dass da noch eine Adresse drauf ist, die nicht gesehen werden darf. So, okay. Okay, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Hier haben wir ein Nigel Nagel 9. Ist das eine Parodie? Carson-Tank? Ah, Carson! Nee, ich glaube, doch, das ist ein Carson-Tank, ne? Das sind doch die Carson-Schläuche. Der ist Nigel Nagel 9, Leute.
Wow, wow, Nigel, Nagel, neu. Da hat wohl jemand sein Auto auf Praxis umgebaut, ne? Ja, richtig geil. Dass der jetzt von Carson ist, ist nicht schlimm. Die Tanks kann man ja immer universal einbauen. Also ich finde es auch klasse, dass hier das Gestänge mit bei ist mit den Schrauben. Dadurch kann man den echt überall einbauen. Man braucht nur die Schrauben bohren und fertig ist. Richtig geil. Danke. Dann haben wir hier Bremsbacken und Schrauben. Hammer. Die kann ich nämlich sehr gut gebrauchen. Ja, wie gesagt, richtig cool, ne? Bremsbacken. Eventuell mache ich sogar noch Bremsbacken aus Carbon für den Gewinner, ne? Weil es wird ja dann was Verlust unter den Leuten, die mir was geschickt haben. Und dann mache ich vielleicht so Carbonbremsen eventuell für den Wagen. Aber das muss ich mir noch überlegen, wenn mein Carbon reicht. Aber hier, danke. Kann man immer sehr, sehr gut gebrauchen. So, weiter. Okay, Glühkerzen in so einer schönen, Hülle. Das ist ja cool. Glühkerzen, Leute. Und gleich 4 Stück. Ich möchte meine rausholen. Ja, alle noch in Ordnung, so wie es aussieht. Aber die Form kenne ich gar nicht. Schade, steht nichts drauf. Aber sehen interessant aus. Sind Glühkerzen. Teilweise sind die hier oben rot gekennzeichnet, die gelb. Und das hier scheint ein Rossi zu sein. Klasse, die werden wir alle testen. Aber somit haben wir schon mal Glühkerzen. Richtig gut. Sauber. Dann haben wir hier, was ist das? Boah. Ein Power GP Pro. Ist das tatsächlich, Leute, ey, das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Ladegerät fürs Projekt. Das ist ja der Obershit. Das ist ein Glühkerzen-Ladegerät. Damit können wir den Empfänger aufladen. Dann haben wir hier so einen Adapterstecker. Da können wir dann diese Adapter für benutzen. Und das sieht ja fast nagelneu aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Ein Ladegerät, Leute. Hammer. Ladegeräte sind gern gesehen. Wobei ich sagen muss, dass ich auch schon 3-4 Ladegeräte für die Glühkerzenstecker dazu packen werde zum Projekt. Da kommen wir langsam, also bald kann ich den Laden aufmachen mit Ladegeräte. So, so, ich packe das mal raus. Machen wir mal das hier. Das ist, oh, ich erfühle schon. Die Kamera macht nicht mehr mit. Cam, mach keinen Blödsinn hier. Nicht bei so einem coolen Paket. Komm schon. Ihr seht das, die Kamera wird langsam Zeit, dass sie rauskommt. Weil das, diese Unschärfe, das geht gar nicht mehr. So, Leute, ich fühle hier was richtig Krasses. Und wenn das ist das, was ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sebastian, du bist verrückt. Du bist verrückt. Ehrlich. Leute, Wahnsinn. Das wird der Obershit vom Projekt. Oh Mann, ich kann euch das nicht zeigen. Das ist zu irre, ey. Okay, ich zeig. Warte, ich mach mal noch hier auf. Das ist ja der Wahnsinn. Das Projekt wird richtig krass, ey. Ich sag euch das jetzt schon. Ey, das kann ich euch nicht zeigen. Das ist ja der Obershit, ey. Das ist ja der Hammer. Sebastian, du bist verrückt. 2 Nitro-Motoren. Und jeder denkt jetzt, oh ja, Nitro-Motor. Nein, 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 nein. Hier, ey, hier haben wir ein Kyosho GX21. Guckt euch dieses Baby an. Komplett mit Glocke, mit Riso, ey. Der Hammer. Der Hammer. Mit Glühkerze sogar noch oben drinne. Ah, könnt ihr nicht sehen, ne? Ich muss mal hier das Licht zuschalten. Da, mit Glühkerze drinne. Ey, das ist ja... Oh, welches Modell ist das? Das sieht mir schon... Wow. Wow. Ah, guck mal, hier haben sie auch schon die Feder. GX. Richtig cool. Ich zieh mal. Oha. Der hat sogar noch... Oha. Aber vorsichtig, der Auspuff. Nicht, dass der dauernd dagegen knallt. Der hat noch richtig gut Kompression. Wahnsinn, ne? Hammer. Sebastian, Hammer. Ne? Ey, dass du den geschickt hast, ist ja der... Das ist Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. Kyosho-Motor, ne? Echt, echt irre. Ich bin gerade voll platt, ne? Mit dem Original Rezo dazu. Wow. Wahnsinn. Ja, mir fehlen die Worte gerade, wirklich.
der Obershit. Ne? Aber wir sehen schon, und das muss ich mal auch kurz bemerken, wir sehen schon, Kyosho hat so ihr eigenes Ding. Ne? Kyosho macht nämlich immer ihr eigenes Ding mit der Motorhalterung und das bemängle ich immer so ein bisschen bei Kyosho. Die Motoren von Kyosho sind wirklich super. Ne? Leicht einzustellen, laufen wirklich perfekt, muss ich sagen. Ich habe mit meinem auch keine Schwierigkeiten, aber wir sehen, die haben immer so ihr eigenes Ding mit dem Motorhalter. Und das sehe ich immer so ein bisschen als Kriterium bei Kyosho. Ne? Aber das hat jetzt nichts mit dem Motor hier zu tun. Das ist der Oberhammer, ne? Silverstone. Krass. Und es ist noch nicht genug. Nein, da kommt dann noch ein zweiter zu. Ne? Ein VX18 mit Vergaser. Ja, so locker geschraubt, damit er hier nicht... mit Schiebgasregler. Vergaser. Guck mal gerade, ob wir den draufsetzen können. Nicht, dass ich da noch irgendwas verliere. Das wäre echt blöd. So. Ich schraube den jetzt nur handfest. So. Mit einer Zweigang-Kupplung oder Kupplungsglocke habe ich noch nie gehabt, muss ich dazu sagen. Wird interessant. Mit Motorblöcken. Richtig cool. Bestimmt, weil die Größe so speziell ist. Ja, der sieht super eingeölt aus. Auch Glühkerze am Start. Das ist ein Seitenauslassmotor. Das ist eigentlich ganz cool, weil die meisten Kleinmotoren haben auch schon hinten jetzt den Auslass. Aber hier haben wir Seitenauslass. Das wird interessant, ne? Falls wir ein kleines Modell zusammenbauen noch. Ich guck mal kurz wegen Kompression. Oh. Ey, ist ja der Wahnsinn. Der hat ja richtig krass Kompression. Wow. Der Kopf sieht richtig cool aus. Und die Motoren sehen wirklich in einem sehr guten Zustand, muss ich sagen. Kompression ist richtig klasse. Ein bisschen ölig, deswegen habe ich auch Handschuhe an. Ah, Hammer. Wirklich Hammer, Sebastian. Richtig krass. So, die Tüte nehme ich gleich wieder zum Einpacken der Motoren. So, es geht weiter. Ja, ihr habt gehört, es geht weiter. Der Wahnsinn hier hat noch kein Ende. Was kommt hier? Wenn ich diese Aufkleber sehe. Wow. Okay, ich glaube, ich habe mich sogar geirrt. Kann man das... Achso, okay. Das sieht mir aus wie ein... Das ist ein Kyosho-Chassis. Okay. Jetzt wird mir einiges klar. Ja, der Motor passt nämlich 1:1 hier rauf. Der Motor gehört zu dem Chassis, so wie es aussieht. Da fehlt ein Mitteldiff. Hier ist noch ein An- und Ausschalter. Die sind sehr begehrt. Klasse, dass da mit bei ist. Und wir sehen hier schon bei Kyosho, wir sehen hier Qualität. Ne? Ich muss es immer wieder erwähnen, auch wenn die Motorhalterung so speziell ist. Aber wir sehen bei Kyosho einfach Qualität. Ne? Wir haben hier aus Metall, ne, oder Alu die Halterung, die Klappen, selbst die Klappen. Guckt euch diese Boxen an. Ne? Mit einer Schraube und nicht mit Plastikgelenken. Ne? Richtig cool. Jetzt ist mir gerade der An- und Ausschalter weggerutscht. Ja, ich bin hin und weg. Eine Chassisplatte von dem Kyosho. Richtig krass. Ob wir den jemals fertig kriegen, ist die andere Sache. Ne? Aber das ist ja was anderes. Vielleicht können wir die anderen Komponenten alle gebrauchen. Ne? Der An- und Ausschalter wird auf jeden Fall benutzt, weil die sind sehr rar. Klasse dafür. Auch für die Bodenplatte. Und ich packe das mal wieder rein, weil ich werde die Pakete nämlich alle wieder einpacken. Und dann werden die nämlich wieder so hingestellt. Ich werde nämlich noch nichts davon nehmen oder benutzen oder so. Ja, hier haben wir natürlich Carson. Das habe ich schon an dem Sticker erkannt. Eine Carson-Box ist jetzt nicht schlecht. Was ich richtig klasse finde, hier sind auch, hast du auch schön die Schrauben mit reingemacht. Klasse. So eine Box ist natürlich super, weil die kann man universal auch benutzen. Ne? Die passt, man braucht echt nur die Löcher bohren und dann kann man diese Box überall ranschrauben, genau so wie den Tank. Ne? Klasse, dass du das nicht mehr brauchst. Das sieht neuwertig aus. Das sieht echt neu aus. Nie benutzt so. Ich mache jetzt hier alles mit meinen Handschuhen. Touche ich hier alles dreckig. Ich werde euch jetzt nochmal den kompletten Inhalt zeigen. Ich bin von dem Paket wirklich beeindruckt. Ne? Und muss echt einen Daumen dafür geben. So Leute, ich habe jetzt mal alles hier aufgelistet. Ne? Wie ich es auch sonst auch immer mache. Und ich muss sagen, dieses Paket sieht auch wieder sehr beeindruckend aus. Krass, dass ihr das alles wegschmeißen wollt. Finde ich echt der Wahnsinn. Das ist natürlich wieder eine super Bereicherung. Echt jetzt. Also Sebastian, hast du wieder einen klasse Start mit wieder angelegt.
Motoren, ne? Somit haben wir schon mal Antriebsarten. Wir haben 1:10er Reifen, ne? Von den Stefan haben wir 1:8er bekommen. Wir haben noch einen Tank, genauso wie Matze eingeschickt hat. Richtig klasse. Matze hat ja auch Teile für den Virus 3 geschickt. Richtig cool. Damit hat er nämlich den Virus 3 schon fast fertiggestellt. Genauso wie das Bremsgestänge, was Matze mitgeschickt hat. Auch klasse. Aber hier, ne, wirklich, Sebastian, Hammer. Glühkerzen, Boxen, alles, was man wirklich braucht. Ob wir das Chassis fertig kriegen, bezweifle ich. Muss ich jetzt schon mal an dieser Stelle sagen. Aber die Teile werden wir auf jeden Fall gebrauchen, ne? Und schauen, wie wir das zusammenstellen. Wie gesagt, das läuft ja alles noch. Und wir müssen mal gucken, was noch zustande kommt. Wir haben wieder ein Ladegerät, ne? Richtig cool. Das hier ist für mich. Danke dafür. Das werde ich auch für mich benutzen dann. Ich muss sagen, das Paket ist sehr cool. Es wird jetzt auch alles wieder so eingepackt, ne? Wie alle anderen Pakete auch. Und bis das Projekt startet im November, wie gesagt, endet das Jahr. Und dann werde ich mich ransetzen und gucken, was wir aus den ganzen Paketen wie zusammenstellen. Ich lasse mir das überlegen oder ich überlege mir das sehr gründlich, wie wir dann Auto zusammenbauen kriegen. Vielleicht können wir so die Kyosho-Platte umbauen, ne? Das steht alles noch an den Sternen, ne? Wir warten mal ab, wie es weitergeht. Ich bedanke mich erstmal hier an Sebastian. Hammer, Paket, wirklich krass, besonders diese Motoren. Ich bin von diesem Kyosho-Motor wirklich hammer beeindruckt. Und ich muss schon sagen, schade, dass ich kein Spendenvideo gemacht habe, sondern ein Etsy. Nein, Blödsinn. Da wird sich der neue Besitzer tierisch drüber freuen. Ich muss auch nochmal an dieser Stelle sagen, alle Sachen, ne, die ich hier benutze, kommen auch wieder in den Karton, werden beschriftet mit den jeweiligen Namen. Und dann wird das so gemacht, sollten Teile übrig bleiben, ne, von den ganzen Sachen aus den verschiedenen Paketen, schreibe ich auch diejenigen an und frage, so jetzt nach dem Projekt, die Sachen sind übrig geblieben, ne, möchtest du sie wieder haben oder kann ich sie benutzen, ne, oder soll ich sie verwerten, ne. Ja, ansonsten Hammer, Sebastian, klasse, danke dafür. Das war's mit dem Unboxing, das erste offizielle Paket. Ich freue mich auf weitere, wenn welche kommen sollten. Wie gesagt, wenn ihr was habt, was ihr wegschmeißen wollt und nicht mehr braucht, könnt ihr es schicken, ne. Ansonsten behaltet es, ne? Es ist wie gesagt nicht zwingend hier und alles freiwillig, ne? Und ja, ich bin's, euer Laser, und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!